Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Also wenn mein Bildschirm mir das richtig anzeigt, dann bin ich schon live auf die Minute pünktlich. Herzlich willkommen zum Vortrag heute und ich weiß nicht, warum das so ist. Irgendwie habe ich heute das Gefühl, als ob es schon Monate her ist, seit ich den letzten Vortrag hier in der Lemon Days Gruppe gehalten habe. Aber es waren ganz normal 4 Wochen gewesen. Aber nicht desto trotz. Ich hatte gesehen, dass relativ viele neue Mitglieder dabei sind, was natürlich super ist. Wenn eine Gruppe wächst, macht es viel mehr Spaß. Aber deswegen möchte ich mich heute noch mal kurz vorstellen für diejenigen, die mich nicht kennen. Also mein Name Heike Franz ist ja eigentlich ersichtlich. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und die Ernährungswissenschaften waren mein zweites Studium gewesen. Das Interesse war immer schon da, weil ich als Teenager eine Essstörung hatte. Und ich hatte dann, als ich Ende 30 war, mir eine Auszeit genommen, habe Ernährungswissenschaften studiert und dann auch promoviert. Und wie gesagt, bei der Promotion war ich schon über 40 und es war abzusehen, dass ich früher oder später in die Wechseljahre komme, eher früher. Und hatte mich dann entschieden, auch darüber zu promovieren und habe mich dann natürlich 3 Jahre lang wirklich im Detail mit Studien, mit viel Hintergrundwissen und Analyse beschäftigt. Und deswegen bin ich Gela auch so dankbar, dass ich hier in der Gruppe meine Vorträge geben darf und auch meine Beiträge veröffentlichen kann, weil das halt genau meine Zielgruppe ist und ich halt absolut davon überzeugt bin, dass ich Frauen helfen kann. Alle, die zu mir kommen und so 10 Kilo in 10 Tagen abnehmen wollen, da muss ich erstmal die Erwartungen richtig stellen. Das ist nicht möglich. Und es wird auch im Laufe der Jahre schlicht und ergreifend schwieriger für uns, das Gewicht zu halten. Das Problem ist halt, wir verbrauchen jedes Jahr weniger Energie, also weniger Kalorien aufnehmen. Wir verbrauchen aber oder wir brauchen mehr Mikronährstoffe, also Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente. Und das ist halt auch das Thema dieser Serie. Ich habe ja bis jetzt schon einige Stoffe, so die größeren Gruppen vorgestellt. Eigentlich war das so geplant, dass ich jetzt in dieser Session, in diesem Monat, so kleinere Nährstoffe oder wo man weniger von braucht, kombiniert mache. Aber ich bin so in Schleudern geraten, selbst wenn ich da radikal gekürzt und reduziert habe. Die Themen sind in meinen Augen auch zum Teil so spannend, dass wir dann entschieden haben, nee, dann geht die Serie lieber noch ins nächste Jahr rein. Und ich mache das ausführlich, weil das jetzt auch gerade einige Mikronährstoffe sind, die gerade für Frauen interessant sind. Und das wäre schade, wenn wir das jetzt einfach kürzen würden. Das Thema, mit dem ich heute anfange, von diesen weniger genutzten Nährstoffen, das ist Schwefel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es eigentlich immer so, bei Schwefel denke ich automatisch an Hölle. Jetzt wollte ich den Vortrag heute nicht so negativ besetzt beginnen, habe gedacht, wie Pech und Schwefel. Es gibt doch diese Redensart, wenn zwei Menschen ganz dicke befreundet sind, eine weiß, was der andere denkt. Hatte da mal kurz nachgeguckt, aber da kommt halt auch wieder das Thema Hölle drin vor. Es kam nämlich wirklich daher, dass die Menschen früher glaubten, in der Hölle befindet sich halt Schwefel und auch Pech, irgendwas, was sehr klebrig ist. Und die beiden Elemente zusammen sind halt eine explosive Mischung, die halt die Hölle immer so richtig anheizen. Also im Prinzip auch wieder etwas negativ, aber hey, es ist eine Geschichte, dadurch kann man sich das gut behalten. Ich werde meinen Bildschirm jetzt wieder mit euch teilen und in die Präsentation reingehen. Also, heute sprechen wir über Schwefel. Das ist ein Beauty-Experte und ihr kennt bestimmt schon einige der Substanzen, wo Schwefel drin enthalten ist, aber ich gehe jetzt noch mal ein bisschen da durch, weil es ist, wie gesagt, ein wichtiges Mineral, das ist nicht metallisch,
aber weniger bekannt, weil es halt auch selten nur als einzelnes Element irgendwo aufgeführt ist, sondern das ist in anderen Stoffen mit drin. Es ist ganz wichtig für Haut, Haare, Nägel und Bindegewebe. Das heißt, es sind alles so Sachen, wo wir gerade ab der Wechseljahre ein bisschen, Haare werden dünner, die Haut, gut, es gibt mehr Falten, die Nägel oft brüchig und das Bindegewebe, das sollte ja auch schön straff bleiben. Das ist in fast allen Zellen enthalten, auch in winzigen Mengen. Wir sprechen also hier keinesfalls von riesigen Mengen und wird hauptsächlich als Bestandteil von Aminosäuren, also Aminosäuren, das sind die Bausteine für Protein, also für Eiweiß und auch bei verschiedenen Vitaminen. Gucken wir uns das doch mal an. Wir haben im Körper also rund 140 Gramm Schwefel gespeichert, was relativ viel ist. Um das jetzt mal ein bisschen in den Kontext zu bringen, Eisen zum Beispiel, da haben wir insgesamt nur 4 Gramm im Körper, obwohl das gerade für die Sauerstoffversorgung in den Zellen so immens wichtig ist. Von Calcium hingegen, das war das Mineral, was ich als erstes vorgestellt hatte, haben wir immerhin 1,5 Kilo im Körper, halt in den Knochen, in den Zellen, alles, was sehr viel Festigkeit braucht. Und wie schon gesagt, Schwefel ist Bestandteil von Aminosäuren. Und hier möchte ich einfach mal die 4 nennen: Methionin, Cystein, Cystein, also ein E mehr, und Taurin. Bei den Aminosäuren haben wir essentielle, nicht essentielle. Wir brauchen die alle. Aber gerade hier das Cystein ist eigentlich ganz interessant, weil das für ein Strukturprotein benutzt werden, was halt für diese Festigkeit von den ganzen Geweben verantwortlich ist. Viele von euch werden vielleicht Schwefel in B-Vitaminen kennen oder beziehungsweise die B-Vitamine überhaupt. Das ist das B1, das Thiamin, das ist wichtig für die Haut. Und Biotin, was es auch zu kaufen gibt als Nahrungsergänzungsmittel, das ist halt wichtig für die Haare. Gucken wir doch mal an, wie viel wir davon brauchen. Also, wie gesagt, Schwefel wird nicht als separates Einzelelement aufgenommen, sondern innerhalb der Aminosäuren. Und es ist jetzt sehr schwer, da einen genauen Bedarf festzulegen, aber man hat das mal ausgerechnet, dass ein 70 Kilogramm schwerer Mensch etwa 880 Milligramm von diesen Aminosäuren benutzt. Und das entspricht ungefähr 50 bis 75 Gramm Protein Eiweiß pro Tag. Wer jetzt denkt, das ist aber viel, ist es eigentlich gar nicht. Ich möchte da gerade noch mal in Erinnerung rufen, es wird empfohlen, Frauen ab den Wechseljahren 30 bis 40% Kohlenhydrate, 30 bis 35% Protein und der Rest Fett. Das sieht also anders aus als das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Die empfehlen nämlich 50% Kohlenhydrate, nur 20% Protein und dann die Differenz Fett. Es gibt einige Wissenschaftler, die jetzt speziell die Makronährstoffverteilung bei Frauen in den Wechseljahren untersucht haben und da ist durch die Bank weg ein etwas erhöhter Proteinanteil. Aber selbst wenn wir das Protein so weit hochsetzen, wenn ich jetzt mal vom Tagesbedarf von 1800 Kalorien ausgehe, wären das rund 132 Gramm Protein oder eiweißhaltige Nahrungsmittel. Und da zeige ich euch auch am Schluss nochmal ein Beispiel, so wie man eigentlich den Schwefelbedarf, aber auch den Proteinbedarf pro Tag abdeckt. Und das ist also überhaupt nicht so schwierig jetzt. Schwefel ist auch Bestandteil von anderen Substanzen, Hormonen und anderen Stoffen, von Insulin zum Beispiel. Ich denke, das kennt jeder. Heparin, das ist ein Blutgerinnungshemmer und einige werden das vielleicht kennen nach OPs, wenn man so eine Antithrombosespritze bekommt. Das ist Heparin. Coenzym A, was halt auch wichtig ist für die Energiegewinnung, Gallensäure für die Verdauung. Und das ist jetzt nur eine kleine Auswahl.
Da gibt es wahrscheinlich noch mehr. Aber wie gesagt, es ist mir schon sehr schwer gefallen, mich hier zu fokussieren, damit das nicht zu lang gerät. Die Hauptaufgaben von Schwefel ist einmal wichtig für die Zellatmung, damit Sauerstoff verwertet werden kann. Ganz wichtiger Punkt ist die Entgiftung. Schwefel hat eine Entgiftungsfunktion, ganz einfach, weil Schwefelsalze bestimmte Giftstoffe an sich binden. Die binden auch andere Substanzen an sich und können die im Körper transportieren. Aber gerade hier bei Giftstoffen ist es so, dass die gebunden werden und über den Urin ausgeschieden werden. Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn man Alkohol getrunken hat, weil Alkohol, egal ob wir als Genuss trinken, es ist ein Gift für den Körper und der will es halt so schnell wie möglich loswerden und da hilft Schwefel. Aber einige von euch werden Schwefel vielleicht auch aus der Naturheilkunde kennen, weil es wird oft eingesetzt, oberflächlich verwendet, also als Salbe oder auch als Bad bei bestimmten Hauterkrankungen. Es wirkt also entzündungshemmend. Bei Arthrose wird es empfohlen und da kann man ebenfalls Bäder mit hohem Schwefelgehalt nehmen oder halt in oraler Form. Da gibt es halt Kapseln, wo 500 bis 1000 Milligramm genommen werden sollen und das soll die Symptome lindern. Da habe ich jetzt auch noch mal nachgeguckt. Und es ist nicht so hundertprozentig bestätigt durch Studien, aber es gibt starke Hinweise dafür, dass es dabei wirklich hilft. Und weil es ja in der Regel nicht unbedingt schaden kann, was zu viel ist, wird ausgeschieden, kann man das durchaus probieren. Oft werden gerade solche Gelenkgeschichten und Knochengeschichten auch mit MSM, Methylsulfonylmethan, behandelt. Und da muss ich gestehen, das habe ich zum ersten Mal von einem Tierarzt bekommen, der mir das damals für meinen Hund, das war damals eine Setterhündin, gegeben hat und sagt, das hilft und sagte, wenn du willst, kannst du das auch eurem Pferd geben, für die ist es auch gut. Aber da möchte ich einen kleinen Exkurs machen, weil da hatte ich nämlich gerade jetzt beim Stichwort Hunde in einer Doggengruppe wieder einen riesen Streit gesehen. Da hatte nämlich jemand statt MSM versehentlich MMS empfohlen. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen und da muss man wirklich vorsichtig sein. Das MMS steht für Miracle Mineral Solution und das wird wirklich von einigen Pseudowissenschaftlern als Wunderheilmittel gepriesen, und zwar gegen Krebs, Malaria, Autismus. Ich glaube, ich habe da noch nichts gesehen, wo es nicht für empfohlen wurde. Das ist überhaupt nicht belegt und im Gegenteil, das ist in der Regel ziemlich schädlich. Das besteht aus Natriumchlorid und Chlorid, hier aufpassen, das wird hinten mit IT geschrieben, hat also nichts mit unserem Kochsalz zu tun. Da wird eine Säure zugesetzt und da kommt dann Chlordioxid raus. Und das kennen wir vermutlich alle aus Waschmitteln. Das ist nämlich das Bleichmittel im Waschmittel. Das wird zum Teil auch als Desinfektionsmittel benutzt oder in einer ganz schwachen Konzentration, um Wasser zu desinfizieren, aber keinesfalls in den Dosen, wie es hier empfohlen wird. Es wird als Einlauf empfohlen und das fand ich also wirklich total krass, weil es wurde da in einem Video gezeigt, was dann da alles aus dem Darm rauskommt und das wurde dann als Schadstoffe gesagt, das sind alles Wurmreste und Abfälle, die nicht da reingehören und das ist untersucht worden. Es war also Darmschleimhaut, die da wirklich rausgespült worden ist, weil das halt so ätzend war. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass Präsident Trump hiervon gesprochen hat, als er mal meinte, man kann doch vielleicht ein Desinfektionsmittel schlucken, um gegen Coronavirus zu behandeln. Gibt es natürlich auch Leute, die das behaupten, dass das funktioniert. Tut es nicht, bitte probiert es keinesfalls aus, egal was man euch verspricht.
Das ist gefährlich und man hört immer wieder von Todesfällen oder dass die Leute sagen, ihnen geht es sehr, sehr schlecht, nachdem sie das zu sich genommen hatten. Da kommt dann halt die Erklärung, das ist ein Zeichen, dass es wirkt, dass jetzt die Giftstoffe den Körper verlassen. Nein, stimmt nicht. Schwefelmangel ist eigentlich sehr selten, weil es wirklich in unserer Ernährung in sehr vielen Substanzen drin, sehr vielen Nahrungsmitteln drin ist. Es kann aber dazu kommen, wenn jemand sich ganz strikt vegan ernährt, aber jetzt nicht unbedingt auf Proteinzufuhr achtet, dass man also wirklich zu wenig Protein hat und dann ist logisch, dann fehlen auch essentielle Aminosäuren. Wo halt die halt auch wieder Schwefel im Aufbau benötigen. Da wird aber auch gesagt, in der Regel kommt es da zuerst zu Mangelerscheinungen, weil halt Eiweiß fehlt. Es gibt aber auch einen funktionellen Schwefelmangel und das ist der Fall, wenn eigentlich die Aufnahme von Schwefel in der Nahrung ausreichend ist, aber weil wir ständig Toxinen ausgesetzt sind, reicht das nicht mehr aus, um den Körper jetzt ausreichend zu entgiften. Es ist eine wirkliche Ausnahme und ich denke, jemand, der sehr viel mit Giftstoffen hantiert oder das weiß, dass er da irgendwo gefährdet ist, sollte da noch mehr drauf achten. Und bei kleineren, wenn das mal vorübergehend ist, heißt das einfach nur mal noch mal gezielter auf Protein achten. Da hin und wieder Eigelb irgendwo in der Nahrung beim Kochen verwenden, weil das halt auch sehr viel Schwefel enthält. Gucken wir uns den Schwefelüberschuss noch an. Das ist ebenfalls recht selten und der Körper kann das halt bis zu einem bestimmten Grad regulieren. Das, was zu viel ist, wird einfach ausgeschieden. Und wenn ich mich natürlich ernähre, natürliche, wenig bearbeitete Lebensmittel, sollte ich gar nicht in die Situation kommen. Es gibt allerdings auch Lebensmittel, die mit Schwefelverbindungen haltbar gemacht werden, also mit Schwefeldioxiden. Da bitte ich euch mal drauf zu achten. Das ist diese schwefelige Säure E220. Aber auch nochmal hier Sulfide mit den verschiedenen E-Nummern. Das wird oft als Konservierungsmittel oder Antioxidationsmittel bei Lebensmitteln verwendet. Ich sehe das halt oft, wenn ich Rosinen kaufe, Rosinen oder getrocknete Aprikosen. Da steht ja dann auch drauf geschwefelt, damit ist es halt haltbar gemacht. Bei Wein habe ich es auch schon gesehen. Ich muss gestehen, bei Fruchtsäften oder Kartoffelgerichten kann ich es nicht mal sagen. Fruchtsäfte trinke ich nicht und Kartoffelgerichte. Mir sind also ganz normale gekochte Kartoffeln lieber und da ist natürlich nichts zugesetzt. Es kann allerdings auch passieren, dass man von Hause aus überempfindlich auf Schwefel reagiert oder gar eine Allergie bzw. auf dieses Schwefeldioxid. Und das merkt man dann natürlich relativ schnell. Man bekommt Kopfschmerzen, Übelkeit, Völlegefühl oder halt auch Durchfall. Das sind so Sachen, wenn ich denke, wenn man da länger dran leidet, geht man sowieso zum Arzt. Nur, dass man das einfach mal auf dem Radar hat, dass man das auch testet. Ich hatte ja am Anfang gesagt, Schwefel hat einen schlechten Ruf jetzt, außer der Verwechslung mit MMS. Gibt es natürlich die Gefahr oder es gibt einige Gefahren. Da muss ich auch sagen, die Gefahr, denke ich, ist relativ gering. Ihr werdet sehen. Und zwar sind das Schwefelverbindungen, unter anderem Schwefelwasserstoff, H2S. Das ist ein Gas, das eigentlich fürchterlich stinkt. Schwefel riecht ja gerne nach faulen Eiern. Ich weiß, in der Schule hatten wir das immer benutzt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, um halt Stinkbomben herzustellen. Und das ist also ein Gas, das definitiv tödlich wirken kann. Was dabei so tricky ist, normalerweise, wenn ein Gas stinkt, versucht man ja, sich aus dem Umkreis ganz schnell zu entfernen. Aber dieses Gas blockiert als erstes mal die Geruchsnerven. Das heißt, man nimmt den Geruch gar nicht mehr wahr. Man denkt, ich bin aus der Gefahrenzone raus, alles gut, nichts passiert, bis man dann tot umfällt. Ähnlich ist es mit Schwefeldioxid, SO2, auch ein Gas.
Das ist also ein Bestandteil von saurem Regen, wobei das natürlich jetzt winzige Mengen sind, aber auch in Vulkanasche ist das enthalten. Gut, jetzt haben wir hier keine Vulkane, muss man sich nicht verrückt machen. Was ganz anderes ist Schwefelsäure. Ich meine, das habe ich schon oft in Krimis gelesen, wenn da Schwefelsäure benutzt wurde, um jemandem das Gesicht zu verätzen. Das ist also wirklich hochgefährlich. Und als letztes Schwefelkohlenstoff, CS2, das ist eine Flüssigkeit, die leicht über die Haut aufgenommen werden kann. Das riecht auch nicht so unangenehm wie hier Schwefelwasserstoff zum Beispiel. Aber man kann, wenn man da permanent ausgesetzt ist und damit zu tun hat, schleichend sich langsam vergiften und es kann tödlich enden. Ich wollte es hier einfach mal erwähnt haben, weil ich denke, das sind alles Substanzen. Ich habe die nicht im Haushalt. Ich wüsste nicht mal, wo ich die bekomme. Ich kenne das höchstens vom Chemieunterricht, wenn dann irgendwas hinter einer Schutzwand gezeigt worden ist. Aber ansonsten besteht da jetzt keine wirkliche Gefahr. Gucken wir uns doch auch mal an, wo wir Schwefel finden in den Nahrungsmitteln. Und da habe ich hier als eine der ersten Käse und hier besonders Parmesan, weil der ja relativ wenig Feuchtigkeit hat und eher trocken ist. Hier, das sind jetzt wirklich alles tierische Quellen von Schwefeln, die sind ganz enorm hoch. Und da zeige ich euch gleich ja nochmal eine Tabelle. Das ist also fast gar kein Problem, um das damit abzudecken. Aber auch pflanzliche Quellen gibt es, wo viel Schwefel drin ist, wo auch Protein drin ist. Und ich weiß nicht, ob euch was auffällt, wenn ich das hier mal so aufzeige. Zwiebeln, Knoblauch, Kohl, Rosenkohl, Grünkohl, Kohlblätter, dann halt auch Mangold, Brokkoli, Salat und Seetang. Habe ich zwar auch eher selten, aber unbedingt einen Tipp mal mit experimentieren. Da kann man tolle Sachen mitmachen und der schmeckt richtig gut. Was mir da direkt auffällt, hier diese ganzen Zwiebel, Knoblauch, Kohl und so weiter, das riecht oft nicht so ganz angenehm. Und das wird halt, dieser Geruch wird halt vom Schwefel verursacht. Aber ich denke, damit können die meisten leben und es ist gesund. Und ich finde, das sind auch alles ausgesprochen leckere Sachen. Gucken wir uns doch hier mal an, wie man einen Tagesbedarf abdecken darf. Wobei ich halt auch hier sagen muss, es ist im Prinzip mehr als der Tagesbedarf. Nochmal zur Erinnerung, so 50 bis 75 Gramm Protein pro Tag, das ist so die Richtschnur, um sicherzustellen, dass man genügend Schwefel bekommt. Wenn ich hier mal so vier Mahlzeiten mit den Snacks aufzeige, hier in Quark, Magerstufe, immens viel, das sind 15, fast 16 Gramm. Hier Hühnerei, das ist fast alles im Eigelb. Dann in der Milch ist etwas weniger. Und ich hatte heute Morgen noch irgendwo gelesen, dass sogar in Kaffee Schwefel drin ist. Da ist jetzt kein Protein drin, deswegen war es hier in der Tabelle nicht. Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber ich kann euch sagen, ich könnte vermutlich meinen Tagesbedarf damit decken. Wenn ich hier ein Mittagessen mache, da kann ich jetzt mal auf eine Linsensuppe gehen mit etwas Rindfleisch. Da bin ich bei 38,6 Gramm Protein. Hier einfach nur die Snacks. Und hier sehen wir wieder Harzer Käse. Da sind nur 100 Gramm. Das hat sehr wenig Fett, aber sehr viel Eiweiß. Und das ist halt auch ein Käse, der sehr, sehr würzig ist. Und ich benutze den gerne zum Überbacken, eben weil er kalorienarm ist und so viel Protein hat. Der Nachteil ist, es ist recht viel Salz drin. Man bekommt hinterher Durst. Aber auch gute Quellen sind immer Nüsse. Hier Walnüsse, man kann Mandeln, Haselnüsse, egal was. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Da sind gesunde Fette drin, aber da kann man dann leicht mal mit den Kalorien über den Tagesbedarf hinausschießen. Eine super Proteinquelle ist Hähnchenbrustfilet.
überhaupt mageres Geflügelfleisch. Und da sind wir schon in der Größenordnung von 35,4 Gramm. Wenn ich da jetzt noch einfach nur 200 Gramm Brokkoli dazu addiere, dann bin ich hier allein beim Abendessen schon bei fast 50 Gramm, also fast auf meinem Tagesbedarf. Ich denke, da sieht man schon recht gut, dass es halt unwahrscheinlich ist, dass man einen Mangel hat. Es sei denn, es bestehen sonst gesundheitliche Probleme, die das irgendwie fördern. Da ist aber auch nichts bekannt, was jetzt speziell auf einen Schwefelmangel dann hinweist. In dem Zusammenhang möchte ich trotzdem noch mal ganz kurz auf das Protein eingehen, warum das jetzt wichtiger ist ab den Wechseljahren. Unser ganzer Körper besteht im Prinzip aus Protein und ab einem gewissen Alter müssen halt mehr Reparaturarbeiten gemacht werden und von daher ist es besser, wenn wir davon dann mehr von den Aminosäuren zur Verfügung haben. Aber abgesehen davon, Protein oder überhaupt Eiweiß ist nicht so leicht verdaulich für den Körper. Das heißt, wenn ich 100 Kalorien als Protein esse, geht das nicht jetzt für, zu 100% als Energie drauf, sondern der Körper braucht schon etwa 30% Energie, um überhaupt die Eiweiße aufzuspalten. Das heißt, von 100 Kalorien kommen nur 70 Kalorien an. Das ist schon mal sehr günstig. Und das Zweite ist, Protein macht sehr, sehr satt. Ich sage immer, bei Schokolade kann ich mich an, da könnte ich vermutlich eine 300 Gramm Tafel, so die große Milka-Tafel, wenn das vielleicht noch irgendwas ist, was im Mund ziemlich schnell schmilzt, ich denke da an Nougat oder Noisette, kann man sich durchaus vorstellen, 300 Gramm zu essen. Aber 300 Gramm Hähnchenbrustfilet jetzt ohne Soße, irgendwas dabei, einfach nur gegart, ist schon fast schwierig runterzubekommen. Und wie gesagt, es sättigt sehr lange. Dann gucken wir uns doch mal an, was kann man denn jetzt, was können wir für uns daraus mitnehmen? Also Schwefel wird vom Körper nicht selbst gebildet, muss zugeführt werden. Es hat eine nachgewiesene Heilwirkung auch über die Haut. Also jetzt nicht nur, wenn man es aufnimmt über die Nahrung, sondern auch in Salben als Schwefelbad die Haut damit versorgen. Eine echte Mangelversorgung ist selten und richtig gefährlich wird es halt bei dem Umgang mit giftigen Säuren, Gasen und Lösungen. Aber wie gesagt, ich habe es nicht in meinem Haushalt. Und auch hier bei einer vielseitigen Ernährung sollte das kein Problem sein, wobei ich halt immer wieder auf die Empfehlung zurückkomme, Nahrungsmittel so naturbelassen wie möglich, so wenig verarbeitet wie möglich, aus der Region frisch geerntet, am besten immer selbst gekocht und dann halt auch die Saison, in der es geerntet wird, in der die Sachen reif sind. Das heißt, es macht dann keinen Sinn, die Sachen irgendwie vom anderen Ende der Welt hier hinzuschicken, sondern besser beim Bauern um die Ecke kaufen, wenn es da einen gibt. Das war es schon wieder für heute. Ich glaube, heute bin ich mal innerhalb der halben Stunde geblieben, wo ich normalerweise hin möchte. Es sind halt super spannende Themen und in den nächsten 3 Monaten gibt es da noch, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr die Reihenfolge, Zink, Eisen und Jod. Und das sind halt auch alle 3 Mikronährstoffe, die sehr wichtig sind. Eisenmangel, ich denke, das kennen die meisten Frauen, wobei das mit den Wechseljahren etwas besser wird. Jod ist wichtig für die Schilddrüse und Zink wird immer wieder empfohlen als Wundheilungsmittel. Da sehe ich halt auch oft Empfehlungen, Zink-Nahrungsergänzungsmittel. Aber da erzähle ich euch auch beim nächsten Mal, worauf man achten soll, weil gerade diese 4 Mineralien, das, was wir heute gemacht haben, Schwefel, Zink, Eisen und Jod, das kann interagieren. Wenn ich zu viel von einem esse und dann vielleicht noch ein anderes Mineral dazu, kann es passieren, dass ich dann Mangel in einem dritten Element verursache.
Ein kleiner Tipp noch, ich hatte ja eben bei den Schwefelquellen auch die vegane Ernährung angesprochen. Vegetarisch ist also gar kein Problem. Wenn ich Käse und Eier esse, da kann ich im Prinzip aus dem Vollen schöpfen. Wer sich vegan ernährt, sollte da etwas darauf achten, dass er die pflanzlichen Proteinquellen richtig kombiniert. Also da gibt es durchaus dann leicht mal Mangelerscheinungen, wenn ich da immer nur das Gleiche esse. Linsen zum Beispiel sind eine gute Quelle, aber immer nur Linsen reicht nicht. Und da könnt ihr gerne mal den Post, meinen Post vom letzten Mittwoch anschauen. Da hatte ich einen Beitrag, wie man da am gescheitesten, am sinnvollsten die pflanzlichen Proteinquellen kombinieren kann, damit man alle Aminosäuren ausreichend vorliegen hat. Und wenn ich sage kombinieren, heißt das nicht unbedingt, dass das jetzt in einer Mahlzeit sein muss, aber so in einem Fenster von 24 Stunden, dass es nicht wieder ausgeschieden ist und der Körper wirklich darauf zurückgreifen kann. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn da Fragen kommen oder wenn ihr irgendein bestimmtes Thema habt. Oder wie Gela halt jetzt auch angeboten hat, jeden Freitag könnt ihr Fragen in der Gruppe posten. Ich gucke also, meine Kollegen wahrscheinlich auch alle, mehrfach täglich rein, um die Fragen zeitnah zu beantworten. Und am kommenden Mittwoch gibt es wieder ein leckeres und gesundes Rezept. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber da jetzt die Kirschensaison anfängt, wird es mit Sicherheit irgendwas mit Kirschen sein. Also, ihr Lieben, vielen Dank für eure Zeit und ich hoffe, wir sehen uns spätestens in 4 Wochen wieder und ihr lest meine Beiträge früher. Also dann, tschüss!